Heute veranstalten wir das allererste 101 Ranked Speed Realistics Turnier. Dabei waren insgesamt 8 Spieler vertreten, von jeweils jedem Rang einmal, die gegeneinander antreten mussten, um am Ende wirklich festzustellen, welcher Rang in Speed Realistics der beste ist. Und bei solchen Formaten mitzumachen, gerne einfach mal den Twitch-Kanal abchecken, da heiße ich AlviVB und bin dort so gut wie jeden Tag live. Und vergesst auf keinen Fall, dem Video hier ein Like dazulassen und den Zweitkanal kostenfrei zu abonnieren, um weiterhin solche Turniere nicht mehr zu verpassen. Aber jetzt wünsche ich euch sehr viel Spaß mit dem allerersten Community Ranked Speed Realistics Turnier. Hier sind die Ehrensupporter von euch eingeblendet, die mir auf Instagram ein Bild zukommen lassen haben, wie sich was mit dem Code AlviVB im Alpenshop geholt haben oder den Code einfach nur eingetragen haben. Das reicht auch schon völlig aus, um eingeblendet zu werden. Vielen, vielen Dank für den unglaublichen Support. Die Kandidaten sind Anoa als Bronzespieler, spielt gegen Juliano, den Silberspieler. Okay? Dann im nächsten Achtelfinale spielt YouTube in NiedernFN als Goldspieler gegen Drizzy als Platinspieler. Im nächsten Achtelfinale Bray als Diamantspieler gegen Prey Yoshi als Elitespieler. Und dann im Champions Achtelfinale, Champion und Unreal-Spieler gegeneinander spielen, spielen Simi7 gegen Ave Kaincall als Unreal-Spieler. Kaincall hat es mal wieder ins Turnier geschafft, aber gut, der war auch schon echt länger nicht mehr drin, deswegen kann man ihn mal wieder gönnen. Und ja, wird mal wieder spannend. Hallo. Hallo, Anoa. Du bist Bronze, ne? Ja, also ich war mal dir. Ja. Aber aktuell habe ich nicht viel Ranked gespielt und bin Bronze 3. Okay. Bin ich mal gespannt. Ja, Juliano ist Silber. Also je weiter du kommst, desto besser werden natürlich die Gegner jetzt in deinem Fall. Und schauen wir mal. Okay. Juliano, hallo? Hallo. Moin. So, dann machen wir alle ready. So, ich bin mal gespannt, wie ihr so zockt. Wie alt seid ihr eigentlich, Jungs? 12. 12 ist der Silberspieler jetzt? Ja. Okay. Irgendwie, ich glaube nicht, dass... Ich schätze mich selber als Silberspieler ein, aber ich weiß es nicht. Okay. Boah, belastend. Ich war so auf der Schwankung zwischen Bronze und Silber. Okay. So, weil, weil gegen Gold aus Alvis Community komme ich eh nicht an. Das kannst du direkt vergessen. Ich bin so auf euer Gameplay gespannt, ihr glaubt es gar nicht. Ich fange jetzt schon an zu schwitzen, obwohl ich nicht mal spiele. Okay, warte. Wir warten kurz, bis Andreas da ist. Ja, alles gut. Okay, wir spielen auch übrigens immer... bis 2, ja? Also sobald einer 2 hat? Ja. Der hat gewonnen. Okay. Sehr gut, Jungs. Jetzt seid ihr in der gleichen. Okay. So. Dann schauen wir mal. Habt ihr die Waffen ausgewählt? Achso, es geht schon los. Oh Gott, okay. Good luck, Jungs. Okay, wir schauen zu Juliano gegen Awawa. Awawa, auf dem wir gerade drauf sind, ist der Bronzespieler. Und Juliano ist der Silberspieler. Und bei ihm schaut es auch gerade ein bisschen besser aus. Der war nicht schlecht. Awawa spielt auf der Switch und man sieht tatsächlich, dass er... Ach, Volldamage gibt's auch. Ja, Volldamage gibt's auch, ja. Man sieht, dass die Jungs zu den etwas loweren Rängen gehören. Aber auf jeden Fall eine Möglichkeit haben, hier in die nächste Runde zu kommen, weil einer kommt halt safe weiter, ne? Dementsprechend, es bleibt spannend, wir gucken mal. Oh, mein Gott. Anoa. Ey, Wawa, ich kann den Namen nicht aussprechen. Ich hab's vergessen. Baut aber gar nicht so schlecht dafür, dass er auch gut spielt. Der Falldamage ist immer so. Boah, ich bin so gesetzt auf Falldamage. Ich will nicht Fall. Das ist der einzige Schaden, den ich bis jetzt erlitten habe. Okay. Wir hören einfach mal zu. Oh Gott, ich hab 13 AP. GG. und Bronze gewinnt, hä? Wie ist das passiert? Warte mal kurz. 1-0 für Bronze. Hä, was? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Bronze 1-0 gegen Silber. Ey, Wawa, jetzt 1-0 vorne. Es geht immer bis 2. Es ist ein Best of 3. Warte mal kurz, wir müssen mal kurz gucken, was macht denn Juliano? Der immer noch auf dem Highground. So, mein Gott. Ist das krank? Julian kommt da nicht hoch, ne? Okay. Okay, 185 mit der Eagle-Chat. Oh, warte, jetzt ganz kurz mal anschnallen. Was ist jetzt los? Julian mit unfassbar. Voll Damage. Er hat 2 Medkits. Julian, bitte heal deine Medkits, Mini. Bitte heal deine Medkits. Ich bitte dich, mein Junge. Ja. Oh mein Gott. Mann. Ich hab kein Real-Life. Warum hab ich kein Real-Life? Ich weiß nicht warum. Das hatte ich ja vorher auch nicht. Das ist krank. Das ist ja ein wahnsinnig geiler Fight. Guck mal, ich finde das ist ja richtig spannend gerade zwischen den beiden. Wow, 1-1, Chat. 1-1. Wir sind wieder gerade auf Bronze drauf, Freunde. Bronze wieder kein Green Life. Aber Silber genauso wenig. Beide nur mit Blue unterwegs jetzt. 1-1, Freunde. Der eine auf dem PC hört man noch an dem Klickertasten und der andere auf der Switch unterwegs. Bronze auf der Switch. Bronze geht hoch. Oh mein Gott, ich finde das gerade super, ne? Was ich hier sehe, ich finde das gerade super. Gute Performance, geht jetzt hoch. Der Mann rotiert jetzt hoch mit dem Fizz. Geht wieder runter, schade, sagt er.
Warte mal, wie kommst du da immer hoch? Mit Flowberry Shake. Als ob du den hast. Ich weiß nicht, ich hab den bekommen. Ich finde die Jungs aber auch nicht so gut. Also ganz gut eigentlich. Geiler Hit jetzt. Von Julian. Der schöne 22er. Ey, wow, bleib auf dem Highground. Ey, was sagt ihr? Gewinnt es Bronze oder gewinnt es Silber? Bronze ist gerade hier auf dem Highground. Silber ist hier unten. Wer gewinnt es, Chat? Es steht 1-1. Der nächste, der den Kill macht, der kommt weiter. Probiert nochmal. Er probiert hier einen Jump'n'Run zu machen. Er kommt hoch! Und gibt einen 41er. Kassiert aber selber einen Honi. Oh mein Gott. Oh. Nein. Oh mein Gott. Ist das spannend, ne? Er hat gecheckt, dass er noch ein paar Minis hat. Warum bist du schon wieder über mir? Ja? Oh, man muss ein Tag nur landen, ne? Dann wird es echt ein dicker Hit. Wow. Junge, der Mann, der fällt fast runter. Oh, Coney, bitte. Nein, er konnte nicht. Er geht weiter hoch. Macht 90. Boah, die Mats, die werden so kommen. Boah, und du und dein Jesse, das nervt schon ein bisschen. Ich weiß. Ja, du willst runterschießen. Ich hab keinen Mats mehr. GG. Ja. Ey, Jungs, ey, wirklich, dieser Fight hat das mich, war wie, dieser Fight das hat war mich, wie er hat mich sehr unterhalten. Jungs, vielen Dank fürs Spiel machen. Juliano, du bist eine Runde weiter, Silber ist weitergekommen. Aber Andreas, du hast sehr gut gespielt, Bro. Also sehr gut den Highground die ganze Zeit gehalten, dafür, dass du der eigentlich schlechtere Spieler von dem Rank her warst. Aber ich behalte dich jetzt in der Freundesliste, Alvi, oder? Du behältst mich jetzt noch in der Freundschaftsliste, ja. Du bist jetzt ins Viertelfinale vorgerückt. Ja, hast aber auch stark gespielt. Okay, danke. Sehr fair. Danke. Okay, dann Juliano, wir sehen uns später. Andreas, ich wünsche dir einen wunderschönen Stream noch, ne? Bis dahin, ciao. Danke. Erstmal favorisieren. Hallo. Enida, hallo? Hallo. Ah, da bist du ready? Ja. Sehr gut. Du bist selber Gold? Ja. Muss ich als Goldspiel einschätzen? Okay. Und Rizzy? Hallo? Moin, was geht? Was geht? So, seid ihr ready? Beide? Ja. Dann schauen wir rein, let's go. Okay, wie alt seid ihr, Jungs? 12. Zwölf beide, okay. Dann schauen wir mal, wie ihr so performt. Also wenn ihr gewinnt, dann kann ich euch sagen, werdet ihr gegen Julian antreten, den ihr gerade wahrscheinlich auch gesehen habt, gegen den Silberspieler, okay? Also ihr habt es eigentlich ab der nächsten Runde dann einmal leichter sogar. So, Jungs, ihr wisst wo, ne? Ja. Okay, ihr könnt loslegen. So, alright, es geht los. Enidan FN als Goldspieler ist direkt auf Highground gegen den Platinspieler. Und zwar als Platinspieler haben wir niemand geringeren als Drizzy. Schauen wir mal, wer das Ganze für sich entscheiden kann. Letzte Runde haben wir den Besserrangigen weiterkommen sehen. Und jetzt gerade schaut es aber tatsächlich für den Lower-Rangigen besser aus. Und zwar nämlich für Enidan. Er geht jetzt auch direkt 1-0 in Führung. Gold 1-0 gegen Platin. Oh! Oh, okay, was passiert da? Drizzy muss sich jetzt konzentrieren. Es sind insgesamt nur 2 Runden, wenn Enidan den zweiten Kill jetzt macht. Das geht schnell hier gerade. Ist vorbei. Hallo? Ja. Ist vorbei, Jungs. Ja, ist gut. Okay. GG's. Enidan? Ja. Bist du sicher Gold? Ja, du kannst auch nachgucken. Ich spiel halt die Season nicht so. So macht mir eigentlich nicht so Spaß. Okay. Alright, danke Drizzy, danke fürs Mitmachen. Bitte. Bis dann, ciao. Tschüss. Lol, ja, stimmt. Ja, stimmt, du bist Gold. Und Drizzy sogar Platin, dir gewesen. Tschüss. Diamond. Okay, na gut, Enidan. Ja, nee, alles gut. Ist fair, Bro. Dann sehen wir uns im Viertelfinale, ne? Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, gut, hat gestimmt, Freunde. Nächste Round, und zwar ist jetzt ein Diamant gegen Elite dran. Hallo? Hallo. Eiffelspieler. Was geht ab? Okay. Hallo? Oh mein Gott, Digga, ich lieb dich, Alvi. Moin. Ey, geil. Ey, Digga, entweder werde ich tot umfallen oder ich werde aus dem Fenster springen, ey. Am besten geil so in beidem. So, iPad-Spieler? Jo. Okay, sehr gut. Also, Diamant gegen Elite. Das ist jetzt schon sehr hochklassig, ja? Wenn einer von euch gewinnt, muss ich euch aber sagen, ihr werdet gegen Champion oder Unreal ran müssen, okay? Ja. Jo. Deswegen, ich weiß nicht, also ihr habt aber schon echt crazy Skins an. Irgendwie sieht man das jetzt schon, dass ihr, und ihr habt auch so ein bisschen so Tryhard-Stimmen. Vor allem Prey, finde ich. Du redest wie so ein richtiger... 400 fast. Ja, der redet wie so ein Tryhard irgendwie. Prey, sag mal was nochmal. Ja, hallo? Ja, guck, irgendwie so ein bisschen so, wie so, der könnte der Cousin von Vardeal sein. So klingt der. Vardeal, komm mal her! Oh, Level 400, das ist ehrlich krass.
Okay, ich bin gespannt. Aber iPad-Spieler, ich weiß aber, dass du auch nicht schlecht bist, ne? Ich hatte eine Beinverletzung in meinem linken, deswegen kann ich nicht, kann Sport machen oder so. Deswegen bin ich meistens jetzt zu Hause geblieben. Ah, okay. Und deswegen hast du viel gegrindet? Ja, schon, weil ich spiele seit 2 Monaten auf Keyboard. Ah ja, interessant. Ich auch noch nicht so lange. Sonst war ich seit Chapter 1, Season 5, war ich immer auf Kontrolle. Okay. Okay, Jungs, ihr wisst, wo es lang geht? So, okay. Dann spectaten wir. Ihr wisst Bescheid. Best of 3, also wer zuerst 2 hat, gewinnt. Also es geht relativ schnell. Und ganz viel Glück, alright? Ja. Es geht los. Wir sind auf Prey drauf. Wir sind auf dem Elite-Spieler, meine lieben Freunde. Und er spielt gegen einen Diamant-Spieler, nämlich iPad. Spieler, heißt er. Das ist natürlich jetzt schon sehr, sehr hochklassig, ne? Die sind natürlich jetzt schon etwas besser. Und das sieht man natürlich auch an den Edits, an der Geschwindigkeit, wie sie spielen. Er hat sogar Nitro aktiviert. Krass, er hätte sogar Nitro direkt am Anfang. Boah, das ist lucky jetzt hier beim Loot es zu bekommen. Aber iPad-Spieler, der Diamant-Spieler, der hält sich gut. Im Vergleich zu den 101-Turnieren ist man natürlich hier sehr begrenzt, was die Materialien und sowas angeht. Haben wir natürlich auch bei den anderen Kämpfen gesehen. Aber jetzt gerade haben wir den ersten Kampf, wo wir ein bisschen was sehen. Ich habe eine andere Waffe als ich. So durfte man nicht auswählen, welchen man spielt. Doch, durfte man. Oh, du hast komplett andere Waffen als ich. Oh, ey. Oh, da ist einer sauer. Spielen wir ohne die. Du hast das nicht. Oh, da ist einer sauer. Hallo, Jungs. Ja. Hallo? Ja, Bro, er hat andere Waffen als ich. Wir machen eigentlich normale Waffen. Also eigentlich gleich. Ach so. Aber ja, wusste ich nicht. Das habe ich eigentlich auch nicht dazu gesagt. Aber, iPad-Spieler, ist okay, wenn wir neu starten für dich? Ja, wenn ihr wollt. Ja, okay, danke. Okay. Also, geht einfach nochmal neu rennen. Aber Prey, wenn du jetzt verlierst, nicht sauer sein, ne? Nee, dann ist halt schade, aber ist okay, komm, wenn du willst, unbedingt. Okay, komm, wir nehmen Hammer, okay? Nein, wir spielen jetzt Hammer Pump, wenn du unbedingt willst. Das ist gut. Wir nehmen Hammer. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt auf dieses 101. Prey gegen iPad. Chat! Jetzt geht's ab, jetzt wird's abgehen. Oh nein. 1-0 für Prey. Oh nein. Das. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was geht jetzt ab? Prey Elite gegen iPad-Spieler Dia. Oh mein Gott, GG's. Ja, komm, ist gut. Komm, GG's, hast super gut gespielt, GG's. Dann meins, ist gut. GG's. Apple-Spieler, danke fürs Mitmachen, Bro. Ja, ist gut. Digga, ich bin auf 180, ey. Dann Prey, bis später, ja? Bis später, ne? Ciao. Boah, da muss man aber echt sagen, Prey, ganz kurz mal, da will ich ein W's für iPad-Spieler im Chat haben, weil das ist sehr fair gelöst, finde ich, von iPad-Spieler. Ich finde, da gehst du schon mit sehr guten Karten raus. Hallo? Ja, hallo. Junge, du bist im Stimmbruch gekommen. Red mal ein bisschen. Ja, was denn? Lol, du klingst wie ein Mann langsam, Paul. Krass. Hallo? Simi? Hallo. Moin, Simi. Simi Champion, kein Call, Unreal. Alright. Zack, alright. Ich bin mute. Good luck, Jungs, ja? Ja. So. Normale Pump. Nee, erklärt es mal bitte. Okay. Welche Pump-Blumen? Okay. Simi gegen kein Call. Kein Call. Als Unreal-Spieler sind wir hier gerade drauf. Er hat anonym drin, aber das ist kein Call. Gegen Simi Champion-Spieler. Simi ist auch sehr stark. Der hat auch seine ersten Earnings vor kurzem geholt. Das heißt, es sind beides Earnings-Spieler hier, die wir hier zuschauen. Kein Call auf High Ground. Macht er gut. Macht er sehr, sehr gut. Aber Simi macht es natürlich auch nicht schlecht, ne? Simi ist auch echt ein schwerer Gegner. Und das Ding ist, für kein Call, beziehungsweise für Simi, egal wer von den beiden weiterkommt, wird es dann ab dem Viertelfinale immer leichter. Ne? Oh, gut von Simi! Kein Call dead. Simi geht 1-0 in Führung. Boah, ich hätte aber nicht gedacht, jetzt, dass Simi 1-0 in Führung geht, sage ich ehrlich. Ich dachte schon, dass kein Call da sehr, sehr viel dominanter ist. Aber Simi ist, glaube ich, echt sehr gut geworden. Der ist sehr, sehr, sehr gut geworden in letzter Zeit. Ich meine, dass er Earnings geholt hat, das ist ja nicht selbstverständlich, ne? In einem Solo-Victory Cash Cup, das ist schon sehr gut. Okay, wir switchen mal ein bisschen wieder zu Kein Call. Kein Call of High hat noch gut Mats. Bei Simi schaut es ähnlich aus. Aber Kein Call hat meiner Meinung nach einen etwas besseren Stuff. Also der ist ein bisschen leichter jetzt in seiner Runde. Muss er auch haben, weil ich meine, am Ende des Tages muss er das Glück auf seiner Seite haben, weil er muss ausgleichen.
Wenn er jetzt hier verliert, dann ist es direkt vorbei. Ah, schaut gut aus. Schaut gut aus, der Kleinkoll. Simi, jetzt fast keine Mets mehr. Kleinkoll dafür noch 20 Bills. Oh, das könnte aber sogar reichen für Simi. Nee, tut's nicht. 1:1. Matchpoint zwischen Unreal und Champion. Was sagt ihr, Chat? Wer gewinnt, Unreal oder Champion? Oh, Simi, finde ich, macht das wirklich sehr, sehr gut. Über Kleinkoll brauchen wir natürlich nicht reden. Für mich ist Kleinkoll natürlich wieder der Turnierfavorit. Das ist ja klar. Aber Simi, der macht hier auf jeden Fall keine halben Sachen. Der konzentriert sich jetzt hier ordentlich. Der will hier nichts anbrennen lassen. Oh, der bremst nicht sein können, wenn Kleinkoll da die Pump ausgewählt hätte. Oh, guter Sidejump von Simi. Boah, Simi keyt ihn aber gut, ne? Boah, das ist krass. Boah, das wird darauf hinauslaufen, dass einer dann keine Mets mehr hat. Und dann sich irgendwo reinchillt. Ah, ne, das wird so nichts. Die werden immer höher bauen. Boah, guter Hit jetzt von Kleinkoll. Jetzt muss Kleinkoll pressuren eigentlich. Tut er aber nicht. Weil er keine Mets mehr hat. Kleinkoll, keine Mets mehr. Chillt jetzt hier frei. Simi... Geht's noch ein bisschen besser, was die Mets betrifft. Er hat noch 13 Bills und ist schon wieder relativ voll. Hat auch den besseren Stuff im Vergleich zu Kleinkoll. Oh mein Gott, war das gut! Damit hat sie mir nicht gerechnet, sage ich. GG's. Stark. Ich war voll nervös, hä? Hä? Simi, du hast Kleinkoll nicht gesehen am Ende, oder? Nein. Okay. Alright, GG's. Ey, sehr stark gespielt, Jungs. War sehr spannend. Wie hast du das erste 1-1 gesehen, wo ich hingeaimt hab? Du warst voll shaky irgendwie. Ja, ich war viel zu nervös. Ja, dann egal, GG, ne? Simi, danke fürs Mitmachen. Viel Spaß auch. Tschö. Jo, bis dann. Und Paul, du bist dann gleich dran. Ja. Gegen Prey. GG's. Okay. Wir gehen ins Viertelfinale, meine lieben Freunde. Und zwar nehmen wir jetzt einmal Juliano und Enidan. Und zwar Juliano als Silberspieler gegen Enidan als Goldspieler. Enidan, zack. Und Juliano. Ist der offline? Das ist jetzt ein Wiss, oder? Bro. Bin ich dann weiter? Dann bist du weiter, ja. Er ist offline. Hä? Ist der lost? Das ist jemand für ihn spielen? Nee. Nein, das ist ein Turnier. Dann hat Enidan Glück gehabt. Warum ist der offline? Okay, Enidan, ey, Viertelfinale. Ja. Hat es dann ziemlich einfach. Du bist weiter, ja. Bro. Ja, danke. GG's. Dann gewinnt damit automatisch Gold gegen Silber. Julian ist offline gegangen. Dann bis gleich. Ja, dann bis dann. Ciao, ciao. Dann als nächster ist dran Prey gegen Kleinkoll. So, Kleinkoll? Ja. So, okay. Ah, Kleinkoll hat direkt schon wieder gewonnen, Dick. Aber Prey, diesmal auch laut und stark sagen, was du für eine Pump spielen willst, ne? Weil das war schon sehr, sehr fair von iPad-Spielern, ne? Muss man ihm schon lassen. Ja. Okay. So, dann gehen wir rein in Elite gegen Unreal. Mal gucken. Das Finale, Jungs, wird übrigens gegen einen Goldspieler stattfinden, ja? Nur damit ihr Bescheid wisst. Ja. Das heißt, das ist eigentlich schon so ein halb vorgezogenes Finale. So, okay. Wir sind auf Kleinkoll drauf, Chat. Auf dem Unreal-Spieler. Wir schauen mal, wer das Ganze gewinnen wird. Kleinkoll mit unfassbar krassem Loot jetzt. Hat unfassbar Glück gehabt. Wow. Und hat jetzt direkt die mythischen Waffen. Ich hoffe, dass Prey Loot hat, mit dem er dagegen ankommen kann. Gute Hits von Kleinkoll. Gute Hits von Kleinkoll. Aber Kleinkoll ist auch einfach eine Maschine. Das ist echt krass. Der hat natürlich jetzt auch... GG's. Er hat auch jetzt wahnsinnig gut gegen Simi natürlich sich einspielen können. Hat jetzt auch direkt wieder Nitro. Wow. Und kann jetzt in die Box laufen. Aber tut er jetzt noch nicht. Kleinkoll spielt auch sehr, sehr defensiv. In einer sehr kontrollierten Art und Weise jetzt hier... gegen Prey vorzugehen. Allein schon, weil er aber auch weiß, er ist 1-0 vorne. Und muss jetzt nicht unbedingt so ein großes Risiko eingehen. Beziehungsweise, er ist natürlich jetzt, was auch das Mentale betrifft, auch absolut im Vorteil gegenüber Prey. Und Prey ist hier deutlich mehr am Shaken wahrscheinlich. Kleinkoll spielt es ganz ruhig runter jetzt wahrscheinlich. Macht er sehr, sehr schön. Boah, wie gut von Kleinkoll. Das macht er sehr schön. Und Prey hat jetzt hier sehr, sehr große Pressure. Muss jetzt irgendwie Mini und Big Pot durchheaten. Sehr stark, Jungs. Stark. Okay, damit ist Kleinkoll im... Gleich aber in deiner FA irgendwie? Nein. Ich werde dich löschen müssen irgendwann, damit ich so ein bisschen Übersicht habe, Jungs. Aber ja, danke fürs Mitmachen, Bray. Kuss. Gut gespielt, Bro. Ja, ciao. Bis dann, ciao. Du bleibst bei mir einfach gleich. Ja. Wir gehen ins Finale. Enidan, Gold gegen Kleinkoll Unreal. Ich werde so auch small bekommen. Enidan, soll ich dir ganz ehrlich sagen, du bist im Finale aus dem Grund, ja? Weil du Macher bist. Dementsprechend
Weißt du, wenn du jetzt hier gegen Unreal verlieren solltest, dann mach dir keinen Kopf, der Mann ist Unreal. Und der hat auch fast $1000 Earnings in Fortnite. So, okay. Good luck, Jungs. Guck mal, was ich hab, Albi, guck mal. Ja, ich seh's. Only damit. Only damit, sagt er. Oh. Oh, er will nur mit Deagle spielen. Okay. Oh, okay. Oh, guter Hit jetzt mit der Deagle von Kein Call. Starker Hit. Er macht's fair. Er weiß, er ist der bessere Rang. Er weiß, er hat einen Gegner, ne, der vielleicht auch eine kleine Chance braucht vielleicht. Ist eigentlich gar nicht... Ist fair von Kein Call. Gut. Sonst verliert er noch. Ja, vielleicht rutscht ihm ja die Deagle von der Hand, man weiß es nicht, ne? Kein Call, vielleicht auch ein bisschen überheblich, man weiß es nicht. Gold ist jetzt auch nicht so schlecht. Wir haben auch gesehen, dass Inni dann auch ein bisschen was kann. Der kann schon was. Der ist jetzt kein schlechter Spieler. Aber Kein Call ist natürlich unfassbar, was er hier für Deagle-Shots raushaut. Stark. Kein Call mit 1:0. Inni dann jetzt echt guten Stuff eigentlich. Boxt sich aber. Und Kein Call ist am Tanzen. Der Mann, er weiß, dass er das in der Tasche hat. Wird tatsächlich Unreal auch zum besten Rang hier in diesem Speed Realistics Turnier gekürt. Gut von Kein Call. Geht weiter hoch. Ja. Pilzlex. Ja. Inni, dann box ich wieder. Oh, er muss echt einen Pump jetzt mal landen. Inni, dann du musst einen Pump landen, Minium. Damit du ein bisschen so eine Respektschelle verteilst. Damit er auch ein bisschen Respekt vor dir hat, Minium. Es braucht Kein Call. Kein Call, der muss hier von seinem Rost runterkommen. Guter Hit jetzt. Das reicht vielleicht schon. Oh! Oh, es reicht nicht. 2:0 für Kein Call. Ja, GG. Und damit Inni dann. GG's, Bro. Sehr stark gespielt. Inni dann, aber du bleibst in meiner FL, okay? Okay, danke. Falls es irgendwie ein bisschen, ne? So ein kleiner Trostpreis auch. Ja. Okay, GG's. Sehr stark. W's, okay. GG's und Tschüss in den Chat für den Unreal-Spieler. Kein Call nimmt sich damit, die Goldmedaille ab. Und 1000 V-Bucks. GG's.